Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Noch 10 Tage bis zum Start der Fußball-EM in Portugal. Und die Schweiz ist dabei. Dementsprechend hoch ist im Moment auch das Fußballfieber. Aber wer wird auch Europameister? Ja, ich tippe jetzt mal auf die Schweiz. Frankreich. Ich habe das Gefühl, etwa in Italien könnte es machen. Ich tippe auf England. Portugal. Gastgeber. Ja, Holland. Die Schweiz. Meinungen sind also sehr unterschiedlich. Darum haben wir jemanden gesucht, der sich ganz genau auskennt. Ja, also bei uns in der Gruppe ist Frankreich natürlich, wo sehr stark gespielt hat in diesem Jahr. Portugal als Vertreter vom eigenen Land. Da hat sicher mehrere Favoriten darunter, aber wie gesagt, wir konzentrieren uns auf uns selber. Wir wollen da gutes Resultat erzielen und wir wollen so weit führen kommen wie möglich. Ja, es wird sich zeigen, wer dann gewinnt und wir hoffen, wir können auch noch eine kleine Rolle mitspielen. Was läuft jetzt noch in der Nationalmannschaft? Wird speziell trainiert? Wird der Gegner studiert? Ja, das wird jetzt alles natürlich ganz genau analysiert. Es sind jetzt noch zwei wichtige Freundschaftsspiele vor der Tür und da muss man positive Resultate erzielen, das ist ganz klar. Es war ein tolles Jahr und jetzt haben wir die Europameisterschaft vor uns und da freue ich mich natürlich ganz speziell. Einrücken mit der Nationalmannschaft und jetzt sind schon mal zuerst Gedanken sind bei der EM. Und wir sind sicher Aussenseiter in dieser Gruppe, aber das könnte ja sehr positive Auswirkungen haben. Fußball spielen, aber auch das Zuschauen gibt Hunger. Und außerdem ist es ja schon fast Tradition, an einem Fußballmatch eine heisse, knackige Bratwurst zu essen. Während einem Spiel gehen im Schnitt über 5000 Bratwürste, Klepfer und andere Würste über die Theke. Mitarbeiter von Bell Catering sorgen, wie bei unzähligen anderen Anlässen in der Schweiz, für perfekten Genuss. Ich wünsche unseren Fußballer, der die Farben der Schweiz in Portugal vertreten, schon jetzt viel Erfolg. Um Farben geht es in unserem nächsten Beitrag. Was bis jetzt nur Profis fertig gebracht haben, nämlich gewöhnliche Räume in prächtige Wohnräume zu verwandeln, das kann jetzt jeder schaffen. Mit einem Minimum an Technik und mit Golodur-Effekts aus dem Bau und Hobby. Golodur-Effekts ist einfach in der Anwendung und so vielseitig, dass wir hier nur andeuten können, was man alles damit erreichen kann. Die Effekttechnik verwandelt jeden Raum in eine trendige Wohnung. Golodur-Effekts Wandlasur fertig abtönt oder selber abtönt, kreuz und quer auftragen. Anschließend nach Belieben mit dem Wischer verfeinern. So entstehen die individuellen, charakteristischen Effekte. Das typische Mittelmeerambiente in den eigenen vier Wänden kann man dank der Wischtechnik erleben. Nach dem Grundieren die abgemischte Golodur-Wandlasur als Effektton auf die Wand rollen. Gerade anschliessend die Lasur mit einem Händchen verwischen. So entsteht die herrlich wolkigen, matt lasierenden Wischeffekt. Raffinierte Akzente, luftige Effekte oder überraschende Ergebnisse ganz nach dem persönlichen Stil, das erreicht ihr durch die Hupftechnik, die Wickeltechnik, oder Pinsel-Zug-Technik von Golodur-Effekts aus dem Bau und Hobby. Ein bisschen anspruchsvoller, aber auch nicht kompliziert, ist das Auftragen von einem Putz- oder Spachtel. Der Golodur-Dekor-Spachtel auf die Wand aufziehen. Dann je nach Geschmack grob oder fein strukturieren. Nach dem Trocknen Golodur-Dekor-Putzlasur auftragen und kreuz und quer verwischen. Am eigenen Datendrang sind also keine Grenzen gesetzt. Alles Weitere über die kreative Wandgestaltung erfahrt ihr in dieser Broschüre oder durch die freundliche Beratung von erfahrenen Fachleuten im GOB Bau und Hobby. Z-Wies hat über die Jahrtausende nützliche Stoffe entwickelt, die man bei Veleda für die Herstellung von neuen Sonnenschutzmitteln nutzen kann. Mehr über die Produkte erfahrt ihr in einer Woche. Merci fürs Zuschauen, schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.